Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Uf Pelzig. Oh, Mann, Ometa, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich in den Gang reingehen. Und überall wieder die Bilder von den Menschen an der Wand. Und es wurde uns auch gesagt als letztes, dass wir beim Rennen auch noch hingucken können. Ich gehe erstmal aufs Scheißhaus, da muss ich am dringend stehen. Schade, dass hier kein der mehr ist. Keine Privatsphäre hat man mehr hier. Ah, ich hätte ja. Die haben allerliebst jetzt erstmal Schießerle machen. Ja. In der Nachbarkabine ist schon Blut. Das ist nicht so gut. Hat jemand zu viel Chili gegessen oder hat ein ernsthaftes Problem? Zeuge, Witness. Sofort drei Flüchte. Sofort drei Flüchte. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Darum habe ich nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Säuferischer Kindergrabscher. Okay. Ja, wir sind hier Zeuge geworden, wie der sich der Darm ausgeschissen hat. Na dann Ruhe in Frieden oder was auch immer. Okay. Ich hätte gerne ein bisschen Zeit allein in der Hand. Nee, aber oh Mann, jetzt mal ohne Scheiß. Oh, ein Kopf ist auch noch mit drin. Nett. Okay. Jetzt mal ohne Scheiß, wer macht dann sowas? Wer steckt dann einfach ein Arm ins Scheißhaus. Aber Klopapier ist noch genug da. Theoretisch könnte ich mich auf eine Schisserle Waage. Dahin ist auch noch. Das ist etwas vergilbt, aber noch brauchbar, denke ich. Ich habe hier schon viel gehört von den japanischen Superklos, wo man dann einen Wasserstrahl auf die Backe geschossen kriegt, was als Abwischhilfe dient. Aber das hier erreicht völlig neue Dimensionen. Da war jemand so nett und hat die der schon ausgehebelt. Jemand da. Niemand da. Und hier? Niemand da. Alter, und der schnauft aber auch wie ein Elch hier, der Typ. Das macht's nicht besser. Der rührt doch die ganze Zeit wie ein Elch rum. Jesus, er leid. Ich hab ach Schiss, ja, aber ich prahl nicht damit. Oh Mann. Okay, die scheinen schon ein bisschen länger tot zu sein. Da hat's hier. Was gäbe Kehle Schlitzer für dich? Kehle Schlitzer für dich? Kehle Schlitzer für den Wachmann? Kehle Schlitzer für dich? Und ich sing auch hier nur völlig nervös rum, weil ich total Schiss hab. Oh Mann, du ist in der letzten Episode immer noch gesehen, dass du so ein dämlicher Spinner rumgerannt ist, der recht aggressiv gewirkt hat. Security, du müsst mal durchziehen können, ne? Okay. They lie. Sie lügen. Ist das ein Schämdischschrank? Ja, sehr gut, das ist ein Schämdischschrank. Das finde ich hervorragend. Hat der keine Waffe oder so bei sich? Nee. Natürlich nicht. Oh Mann. Oh Mann. Na gut, um Haupteingang zu öffnen. Natürlich dauert das wieder Ewigkeiten.
Oh, der teigige Kindergrabscher. Nein! Starte den Generator im Keller neu. Oh Gott. Versteck dich im Schrank, versuche nicht zu kämpfen. Liebend gern. Der Speckmann kommt in mein Speckhaus. Oh oh. Oh oh. Verflixt, Leo. Geh weg. Geh weg, du Götterspeisekoloss. Ja, geh fort. Geh fort, Sir Lancelot. Jetzt sollten wir etwas vorsichtiger sein. Ich hoffe, er sieht das Licht nicht. Ist vielleicht etwas blöd, der Kerl. Hoffen wir zumindest, dass der nur gewalttätig und blöd ist. Ich weiß ja nicht, wo er hier gewatschelt ist. Ich verstecke mich erstmal hier im Kamin und hab du vielleicht noch einen Überblick über alles. Mann, mir ist total unwohl. Ich hab Angst und der Speckmann ist hinter mir her. Geh bloß fort, Ackermann, ich sag das. Bewirb dich bei The Evil Within. Wieder ein Dote. Dokument, ja. Ich kann mich in irgendwas reinretten. Dokument. Profitabilitätsbericht Projekt Wallrider von Helen Grant. Oh Mann. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der bevorstehenden vollständigen... Ich bin immer noch mit Herzrasen gesegnet hier. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derart gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weitere Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Grant, Murkoff, Schadensabteilung. Otter, ziemlich blöd, die Kuh. Wenn der kommt, renn ich. Aber sowas von... Okay, du bist zu. Wenn der kommt, dann renne ich wie eine Sau. Und kreisch und scheiß in die Hose. Okay, das geht natürlich nicht. Oh Mann! Warum? Was stimmt nicht mit dir? Oh Mann. Also die Geräusche machen es echt nicht besser. Sind wir wieder hier gelandet? Jetzt muss ich wohl in den Keller runter, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, natürlich. Und bevor wir da reingehen, mache ich erstmal einen Speicherino. Boah, und trinke einen Schluck Wasser, während es speichert. Oh ja. Na toll. Jetzt werden wir vom Ackermanns Heinz verfolgt. Wir müssen in das scheißen gruselige Keller. Da machen wir mal vorsichtshalber zu. Sicher ist einfach nur sicher. Mit
Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare. Okay. Hui, 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 hui. Was haben wir hier? Dokument, Dokument? Ja, oh, Dokument. Ich wollte schon immer mal ein Dokument lesen. Wie war das? Nein, 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 nein. Ich will das Dokument lesen. MKUltra CIA, Mord unter Hypnose. MKUltra-Programm CIA-Dokument Nummer Schlag mich tot, Seite 1 Auszug. An Akta, betreff hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort, ohne weitere Anweisungen, in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Bup. Scheiße, erst 12 Minuten rum. Ich hangel mich ja echt von Minute zu Minute. Das ist richtig heftig. Wer Outlast bisher nur gesehen hat, natürlich das legendäre Let's Play von Gronkh. Ich verweise immer wieder drauf, weil es wirklich absolut legendär war und ist. Und was ich das immer wieder noch angucken kann, verweise ich nach wie vor darauf. Wer das immer nur gesehen hat bisher, Outlast, und nie selber gespielt hat, der kann sich nicht vorstellen, was das hier für eine Atmosphäre ist, die hier herrscht. Okay, um drüber zu springen, alles klar. Ja, der kann sich das einfach nicht vorstellen. Who's there? Niemand. Niemand da. Niemand da. Oh Mann. Also wir sind nicht alle im Keller. Scheißengedreck. Da hängen mal wieder kopflose Mitarbeiter von der Deck. Hier nur noch 3 Batterien und wir brauchen sie. Das heißt, ich muss ein bisschen sparen. Schalten Sie beide Gaspumpen ein und betätigen Sie den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Ich brauche hier erstmal einen Überblick, wo was ist. Und bei meiner furchtbaren Orientierung wird es sowieso ein Graus wäre. Oh, an die Spinnemusik. Boah, Mann. Entwickler, ich hasse euch. Aber ich habe mal selber ausgesucht. Ich wollte richtig übles Horror-Let's Play und da habe ich's. Oh, Mann. Und ich hoffe, ihr wisst meinen Einsatz hier zu würdigen, ihr liebe Leute. Okay, das sind schämende Schränke. Oh, oh. Speckmann kommt, Speckmann kommt. Es wackelt auf jeden Fall. Und wenn ich so an Jurassic Park denke, ist das immer Zeichen, dass der T-Rex kommt. Und da haben wir hier keinen T-Rex hin, sondern nur der Ackermanns Heinz. Bleibt nur der. Ja, da kommt jemand. Oh, Scheiße. Das ist aber nicht der Ackermanns Heinz. Das ist irgendein anderer. Das war irgendein anderer. Oh. Ich habe
ganz miserables Gefühl. Ich glaube, der ist wieder draußen, oder? Ja. Der ist wieder weg. Vorerst. Der misst mich aber höherer. Ich meine, die sind ja nicht völlig blöd. Die wissen doch auch Bescheid. Schäm dich, Schrank. Batterie? Batterie. Ich wollte schon immer mal eine Batterie haben. Die Musik wird nicht besser. Hier ist es Sackgasse. Alter Falter. Und da ist eine Batterie. Sehr geil. Und hier ist sonst nichts. Okay. Aber besser als nichts. Ohne Witz. Ich jetzt hier lang. Latsch das Ding noch. Die halten aber auch nichts aus, die Batterie. Jetzt mal ohne Scheiß. Da ist noch eine. Okay, die wollen, dass man die Passage hier definitiv überlebt. Da ist noch ein Hebel. Da kommt bestimmt dann auch wieder eine Ark flitzt. Also Hebelbenutzer. Zack. Nachtmodus raus. Und der Schäm dich Schrank. Und die Fressehalter. Erstmal einen Schluck Wasser wieder. Und dann sollte ich vielleicht noch, weil ich das jetzt gepackt habe mit beide Hebel, sollte ich vielleicht auch noch speichern. Okay. Das Problem ist, je mehr ich trinke, desto mehr muss ich auch pissen. Und irgendwann wird es mal schief gehen. Mann, 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 Mann. Das Spiel ist aber echt zu hart, Mann. Ja, da kommt er schon. Ich habe schon echt damit gerechnet. Manchmal kann es vorhersehbar sein, wenn er uns erwischt, haben wir geschissen. Ich mache jetzt nicht das Licht aus, sonst sieht er das bestimmt. Oh oh. Oh oh, der macht Schränke auf. Scheiße, 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 scheiße. Bis irgendwann mal das schief läuft und die machen es auf und finden mich. Bis es irgendwann mal echt höllisch daneben geht, das Ganze. Ohne Witz, irgendwann kommt's. Oh, die Musik! Kennst du mal aufhören mit dem ekligen... Da ist er, der Spinner. Okay, aber wir wollen ja auch in den Hauptraum wieder. Jetzt muss das Ding A gemacht werden. Scheiß drauf, ich mache jetzt hier Kamikaze-Aktion. Okay, er sieht vielleicht das Licht auch gar nicht. Ja, ich würde dich gerne nur weglocken, mein Lieber. Ich hätte dich doch ganz gern weggelockt. Scheiße, jetzt muss er natürlich da hochgehen. Geh weg. Kenner will dich, hau ab. Okay. Dann... sollte man das Ding jetzt A machen wieder und dann ab, so gut wie möglich ab. Hey, ich hab doch beide. Mann, ich hab doch beide Hebel eingeschaltet. Und da komm ich. Ich hab doch ohne Scheiß beide Hebel eingeschaltet.
mich jetzt dumm und kurz hier verstecke und verkrieche. Und die Sache, da ich jetzt auch nicht mehr im Schrank drin bin, speichere ich hier auch nochmal. Sicher ist absolut sicher. Und wir haben die 20 Minuten wieder überschritten, ihr liebe Leute. Das heißt, an der Stelle mache ich auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast Uf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen wieder. Es wird noch richtig hässlich. Eiern. Yankee.